Moin! Ich grüße Sie. Na, schon, dass Sie das hier geschafft haben. Ja, der Verkehr war so schlimm heute. Es war unfassbar. Es hat mir eine halbe Stunde gedauert, bis ich eine S-Bahn einfach gefunden habe. Herr Sidan, warum sollte sie die Wohnung mieten lassen? Gute Frage. Also, ich bin ein guter Mensch. Ich versuche hier immer noch die Füße zu fassen. Ich habe aber Pläne, Träume, ich will immer mich verbessern und so. Ich habe so viele Pläne und auf jeden Fall kann man sich nicht so auf der Straße verbessern. Braucht man ein neues Zuhause. Und Herr Sidan, es interessiert mich überhaupt gar nicht, was Sie von einem Mensch sind. Meine Frage war ganz deutlich, warum soll ich Sie die Wohnung geben und nicht die anderen? Wie kann ich das garantieren, dass Sie mehr die Miete zahlen werden? Okay, also um ein bisschen sachlich zu bleiben, also ich arbeite jetzt hier und Sie wollten jemanden, der mindestens 1600 Euro netto verdient. Das bin ich und ich will die Wohnung langfristig, ich behalte es auch sauber und ja, meine Arbeit ist auch stabil. Ich verdiene mein Gehalt jeden Monat und ja, ich habe eine gute Arbeitgeber. Von Ihrem Namen merke ich, dass Sie Ausländer sind. Macht aber keinen Sinn, dass Sie hier pünktlich gekommen sind. Also, sind Sie hier in Deutschland geboren? Und wenn nicht, warum sprechen Sie so gut Deutsch? Also, übrigens nicht alle die Ausländer nicht pünktlich sind. Und, ja, und auch wenn ich an so einen wichtigen Termin habe, dann muss ich auch pünktlich sein, oder? Aber auch nicht alle die Deutschen sind pünktlich und das weißt du auch. Ja. Herr Sidan, ich kenne Sie überhaupt gar nicht und Sie können mich auch nicht. Deswegen bitte lass uns die Grenzen behalten und Sie können mir nicht du sagen. Lass uns bitte vernünftig reden und sagen Sie mir Sie oder Ihnen. Plus alle die Deutschen sind pünktlich. Deswegen wir sind ein erfolgreiches Land. Deswegen kommen so viele Ausländer hier zu arbeiten und sie wünschen alle hier zu leben. Ja, da sind wir auch. Aber ich bin auch hergekommen. Nur einfach, weil ich Deutsch spreche und mit Deutsch, dann habe ich hier mehrere Chancen und so. Ja, plus morgens, ich genieße immer Brötchen zu essen. Das haben wir nicht bei uns da als Frühstück. Aber hier gibt es Brötchen, das finde ich mega geil. Ja, aber ich bin auch nicht so ein typischer Ägypter. Also gucken Sie mal, also ich bin ein Ägypter mit Moin-Pulli. Hallo? Wer hat das denn? Ja, ich werde es aber ändern, wenn ich in Bayern bin, dann vielleicht Servus oder vielleicht Stuttgart. Hallo, was machst du? Wie sehen Sie sich in 5 Jahren? In 5 Jahren? In diese Wohnung? Ja, also, ja, in diese Wohnung, ja. Bekomme ich den Job jetzt? Bekomme ich die Wohnung jetzt? Ich hoffe, kommt die nächste Frage nicht als, kannst du unter Stress arbeiten oder? ich will aber wirklich die Wohnung so sehr haben, also das ist mein Traumwohnung, ja. Damit wir einen Vertrag unterschreiben, dann brauche ich ein Führungszeugnis von Ihnen und brauche ich auch eine Bescheinigung von Ihrer letzter Vermieter, dass Sie die Miete immer pünktlich bezahlt haben. Werde ich auch eine Abrechnung von Ihrer Arbeit vor die letzten 6 Monaten und ein Beweis, dass Sie hier gemeldet sind. Alle diese Dokumente habe ich jetzt und sie sind fertig. Ja, also und ich hoffe, dass ich irgendwie priorisiert bin. Also ich hoffe, dass ich ganz vorne stehe, in der Reihe. Ja. Und ja, ich denke, das war's, oder? Also ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Wir sehen uns. Ja. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Tschüss. Also, dann rufen Sie mich gerne an. Wohnung mieten in Ägypten. Ja, hallo? Hallo? Hallo! Habibi! Was geht?
Ich habe die Werbung aufs Internet gesehen und ich würde gerne die Wohnung mieten. Ja, sag mal, hast du Geld? Ja, natürlich, ich habe Geld, ich werde dich bezahlen. Hey, Freund, mach die Musik leise. Ja, ein bisschen leise. Oder mach's aus, weißt du? Ja, sag mal, aber sei ehrlich, okay? Hast du Platz heute zu schlafen? Eigentlich nicht, aber ist okay, wenn ich in eine Woche rein kann, dann super auch. Also dann, okay, also dann gehst du rein heute und morgen komm ich und danach wir werden alles zusammen besprechen. Heute? Einfach so? Ja, aber... Ja, hey Bruder, das ist das Leben hier, okay? Wir sind alle Brüder, okay? Ich helfe dir heute, du hilfst mir morgen. So geht das. Ja. Dann gehst du jetzt, okay, und findest du die Schlüssel unter dem Tisch? Unter was? Ja, unter dem Tisch. Ah, unter dem Teppich, okay. Den Teppich, ja. Okay, wie viel wollen Sie monatlich? Na, ist egal jetzt, okay? Geh nur einfach heute rein, okay? Schlaf heute, morgen werden wir alles besprechen. Okay, sehr gut. Ja, findest du den Schlüssel unter dem Teppich, okay? Unter dem Teppich. Wow, prima, ja, vielen Dank. Ja, sehr gut. Viel Spaß. Pass auf. Okay, Musik weiter, lass uns genießen.